Hallo, heute mal ein kleines Video, um den QUR100-Satelliten empfangen zu können. Als erstes habe ich hier eine Offset-Antenne mit 1,20 Meter Durchmesser. Die 1,20 Meter Antenne ist für den Empfang etwas überdimensioniert. Hier reicht schon eine 60er oder 80 cm Offset-Antenne aus. Die 1,20 Meter Antenne möchte ich dann später auch zum Senden nutzen. Als LMB verwende ich ein modifiziertes Octagon-LMB. Bei diesem LMB wurden die beiden Ausgänge mit jeweils anderen Quarzen bestückt, um einmal einen ATV-Bereich in den über 950 MHz-Bereich zu bekommen und einen 70 cm-Ausgang. Hier kann man aber auch jede andere LMB-Variante nehmen, solange wie der Oszillator stabilisiert ist. So sieht das Ganze aus. Das ist das typische Octagon-LMB. Das ist noch die Variante, wo zwei Quarze verbaut worden sind. Inzwischen gibt es diese Variante kaum noch. Ich nutze hier momentan den 70 cm Ausgang. Das Ganze ist hier im fliegenden Aufbau zum Tisch. Hier kommt das Kabel vom LMB an. Hier wird eine Spannung eingespeist. In meinem Fall sind das 12 Volt. Je nach Spannung unterscheidet dann das LMB in horizontal oder vertikale Polarisierung. Und als Empfänger nutze ich dann einen SDR Play in der allerersten Version. Das Ganze ist dann hier verbunden mit meinem Notebook. Und hier habe ich HDSDR als Software laufen. Man sieht hier schon jede Menge Signale. Am rechten Bildschirmrand ist die Barke für das Ende. Hier am linken Bildschirmband ist die CW-Barke. Und man hat hier natürlich jede Menge Signale. Ja, das reicht schon aus, um überhaupt erstmal empfangen zu können. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Ein bisschen kurz, einfach mal so zwischendurch im fliegenden Aufbau. Und bei Fragen könnt ihr mich natürlich gerne in den Kommentaren dazu fragen. Macht's gut!